Hallo alle zusammen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Daten von einem beschädigten RAID 6 Array wiederherstellen. Sie erfahren, wie Sie ein Hardware RAID 6 mit einem Adapter Acer 6805 Controller erstellen. Was zu tun ist, wenn ein Laufwerk ausfällt, wie Sie es identifizieren und wie es nicht funktionierendes Laufwerk ersetzt. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Informationen von Array abrufen, wenn der Controller ausfällt, drei Festplatten nicht reagieren und das RAID beschädigt ist. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Selbst das zuverlässige RAID-Array kann ausfallen, es ist nur eine Frage der Zeit. Aber wenn Sie eine spezielle Software haben, die verlorene Daten wiederherstellen kann, sind Ihre Daten in Sicherheit. Wie bei jeder anderen Art von Array, RAID 6 bietet System- und Speichersicherheit. Das 6. RAID ist ein redundantes Array unabhängiger Laufwerke, die gegen Informationsverlust resistent sind. Diese Array-Konfiguration erfordert mindestens 4 Laufwerke und verwendet Dual Distribution Parity Block Leverstreitung. In diesem Video zeige ich, wie man mit dem Controller Adapter SR 6805 ein RAID 6 mit 6 Laufwerken aufbaut. Alle Tests werden mit dieser Art von RAID durchgeführt. Sie können ein RAID 6 über das BIOS oder eine spezielle Software des Controllers-Herstellers erstellen. Um beim Booten des PKs nach der Hardware-Initialisierung ins BIOS zu gelangen, müssen Sie die Tastenkombination STRG A drücken und dann im Menü den Punkt Array Konfigurations Utility öffnen. Im nächsten Schritt müssen Sie die Laufwerke initialisieren. Öffnen Sie dazu Initialize Drivers, markieren Sie hier mit einem Leerzeichen oder mit der Taste Insert alle Laufwerke, die im RAID Array enthalten sein sollen, und geben Sie zur Bestätigung die Eingabetaste ein. Als Ergebnis erhalten Sie eine Meldung, dass die Informationen auf dem Laufwerk während der Initialisierung überschrieben werden. Geben Sie zur Bestätigung Ja ein. Nachdem die Laufwerke initialisiert wurden, können Sie mit der Erstellung des Arrays beginnen. Öffnen Sie Create Array, wählen Sie die Laufwerke, aus denen das RAID bestehen soll, und drücken Sie die Eingabetaste. Im nächsten Fenster müssen Sie den Typ des Arrays, seinen Namen, seine Größe, die Blockgröße und weitere Parameter angeben. Es ist ratsam, sich diese Parameter zu merken, da Sie sie bei der Wiederherstellung von Daten aus dem RAID benötigen. Nach der Eingabe der Parameter klicken Sie zur Bestätigung auf Enter. Ein RAID-Array kann auch mit einem Dienstprogramm des Herstellers dieses Controllers erstellt werden. Ich zeige es Ihnen am Beispiel der Software Adapter Storage Manager, die Sie von der offiziellen Website herunterladen können. Bitte laden Sie die passende Version für Ihr Betriebssystem herunter und installieren Sie diese. Klicken Sie im Programmfenster auf den Computernamen und geben Sie das Passwort für Ihr Konto ein. Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, erscheint der Controller im Feld. Und wenn Sie darauf klicken, sehen Sie die Liste der angeschlossenen Laufwerke. Um ein RAID zu erstellen, klicken Sie auf die
Schaltfläche kreiert und wählen Sie im nächsten Fenster eine der Optionen des Einrichtungsassistenten automatisch oder manuell. Im automatischen Modus schlägt das Programm den geeignetsten Array-Typ für Ihren Plattensatz vor. Im manuellen Modus können Sie die geeignete Konfiguration selbst wählen. In unserem Fall müssen wir den spezifischen Array-Typ angeben, daher wähle ich die zweite Option. Im nächsten Fenster des Assistenten legen Sie den Typ des zukünftigen Arrays fest. Wenn es nicht in der Liste enthalten ist, öffnen Sie erweiterte Einstellungen. Wählen Sie ein geeignetes RAID aus der Liste und klicken Sie auf Weiter. Im nächsten Fenster können Sie dann den Namen des Disk Arrays angeben und seine Parameter ändern oder alles so lassen, wie es ist. Wie ich schon sagte, ist es am besten, sich die Parameter zu merken, die Sie später noch gebraucht werden. Wählen Sie anschließend die Laufwerke aus, die das RAID bilden sollen, und klicken Sie auf Weiter, dann auf Apply und die Konfiguration zu speichern und auf Yes, um zu bestätigen. Dann wird der RAID-Einstellungsprozess gestartet. Der Erstellungsprozess ist ziemlich zeitaufwendig, aber Sie können ihn bereits nutzen. Sie müssen nur das Array in den Datenträgerverwaltung partitionieren. In der Anwendung können Sie die Array-Parameter ansehen, ihren Status erfahren, sie löschen und wieder neu aufbauen. RAID 6 ist so konzipiert, dass es auch dann überleben kann, wenn zwei Laufwerke ausfallen. Wenn ein oder zwei Datenträger ausfallen, befindet sich das Array im degradierten Zustand und Sie sehen beim Hochfahren die folgende Meldung. Bevor Sie irgendwelche Aktionen durchführen, sollen Sie ein Backup aller aktuellen Informationen erstellen, da während des Wiederaufbaus des Arrays alles Mögliche passieren kann. Ein weiterer Plattenfehler, Prozessstillstand oder Hardwarefehler und alle Daten verloren gehen. Verwenden Sie den Adaptive Storage Manager, um das ausgefallene Laufwerk zu lokalisieren. Um zu sehen, welche Laufwerke funktionieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und öffnen Sie Eigenschaften. Hier finden Sie die Seriennummer des Datenträgers, die auf dem Laufwerk selbst auch einem Aufkleber zu finden ist. Nachdem wir die aufgefallenen Laufwerke definiert haben, müssen wir sie nur noch austauschen und zu unserem Array hinzufügen. Bilden Sie die neuen Laufwerke in der Controller ein und drücken Sie nach der Initialisierung der Hardware beim Bottom des Backups die Tastenkombination Storage plus A. Öffnen Sie im Menü des Controllers Array Konfiguration Utility und den Initialize Drivers. Initialisieren Sie die neuen angeschlossenen Laufwerke, Insert und Eingabe. Nun müssen Sie den Array hinzufügen. Öffnen Sie dazu Manager Arrays und drücken Sie dann Storage plus S, um zur Verwaltungsseite zu gelangen. Wählen Sie gewünschte Laufwerke mit einem Leerzeichen aus und drücken Sie die Eingabetaste. Dann drücken Sie Yes zur Bestätigung. Dadurch wird der Wiederherstellungsprozess gestartet. Von nun an können Sie den Server normal booten und weiterarbeiten. Ein vollständiger Reboot ist ein ziemlich langwieriger Prozess. Wenn mehr als zwei Laufwerke ausfallen oder der Controller ausfällt, bootet das RAID nicht. In diesem Fall hilft Ihnen die Datenverlust-Wiederherstellungssoftware Hetman RAID Recovery. Mit dem Dienstprogramm können Sie Daten von nicht funktionierenden RAID-Arrays oder Laufwerken wiederherstellen, die Teil davon waren. Das Dienstprogramm liest alle Informationen über den Controller, die Hauptplatine oder die Software, auf der das Laufwerk-Array erstellt wurde, aus dem System aus. Es hat die Fähigkeit, ein zerstörtes RAID neu zu erstellen und ermöglicht es Ihnen, wichtige Informationen von diesem RAID zu kopieren. Wenn der Controller ausfällt, können Sie keine Daten von den Laufwerken abrufen. Wenn Sie das Laufwerk direkt an den PC anschließen, werden Sie vom System aufgefordert, das Laufwerk für die zukünftige Verwendung zu formatieren. In diesem Fall benötigen Sie entweder genau denselben Controller, bei dem die Wiederherstellung des Arrays nicht zu
gewährleistet ist, oder ein Programm, das aus diesem Laufwerk ein RAID erstellen, die Daten zu ordnen und die Daten zurückgeben kann. Um Informationen von einem beständigen Array abrufen, schließen Sie die Festplatten an den Arbeitscomputer mit Windows-Betriebssystem an. Das System zeigt diese Laufwerke als RAW-Laufwerke beschädigt an. In der Datenträgerverwaltung wird Ihnen angeboten, sie zu initialisieren, und wenn Sie im Explorer öffnen, wird Ihnen angeboten, sie zu formatieren. Akzeptieren Sie auf keinen Fall die vom System vorgeschlagenen Optionen, da dies zum Verlust von Informationen führen kann. Laden Sie die Software Hetman RAID Recovery herunter, installieren Sie sie und führen Sie sie aus. Auch die im RAID enthaltenen Laufwerke werden viele Serviceinformationen geschrieben. Aus welchen Laufwerken das Array besteht, in welchen Reihenfolge sie an den Controller angeschlossen sind, den RAID-Typ, die Größe und Reihenfolge der Auszeichnungsblöcke, die Anzahl der Plattengruppen sowie Daten über seine Größe. Das SIS-Programm sammelt alle möglichen Informationen aus dem System und den angeschlossenen Laufwerken und zeigt dem Benutzer die automatisch gesammelten Arrays gleich beim Programmstart an. In den meisten Fällen stellt das Programm das RAID sofort wieder her und bietet an, die darauf befindlichen Partitionen zu analysieren, um Daten zu retten. Öffnen Sie die Registerkarte Laufwerk Manager im Programmmenü und wählen Sie das gewünschte Laufwerk aus der Liste in der Zeile RAID Arrays aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Versuchen Sie zunächst einen Schnellscan durchzuführen. Wenn die Struktur nicht beschädigt ist, reicht dies aus. Das Programm findet die Dateien und zeigt sie an. Wenn die Schnellsuche keine Daten gefunden hat, führen Sie vollständige Analyse aus. Nach Abschluss des Vorgangs zeigt das Programm die Ergebnisse auf der rechten Seite des Fensters an. Das Programm hat problemlos ein RAID aufgebaut und alle Informationen angezeigt, die auf dem Laufwerk verblieben sind. In diesem Fall müssen Sie nicht den gleichen Controller kaufen, was wiederum keine Garantie für den erfolgreichen Aufbau des RAID Arrays und Informationsverlust ist. Mit Hetman RAID Recovery waren wir in der Lage, alle Daten, die sich auf diesem Laufwerk Array befanden, wiederherzustellen. Als nächstes simulieren wir die Situation eines aufgefallenen Controllers und zwei Festplatten. Wenn zwei Laufwerke dieses RAID-Typs ausfallen, wird es voll funktionsfähig, aber wenn der Controller ausfällt, ist zusätzliche Software erforderlich, um auf die Daten zuzugreifen. Hetman RAID Recovery erkennt automatisch den RAID-Typ und zeigt alle darüber bekannten Informationen an. Um den Inhalt des Laufwerks anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie zu Beginn Schneller Scan. Das Programm hat alle Dateien gefunden, die auf das Laufwerk Array geschrieben waren.
Um sie wiederherzustellen, müssen Sie nur die notwendigen Dateien markieren und auf Wiederherstellen klicken. Angeben, wo die Informationen gespeichert werden sollen und auf Wiederherstellen klicken. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, befinden sich alle Dateien im angegebenen Ordner. Lassen Sie uns nun die Situation simulieren, dass der Controller und drei Laufwerke ausgefallen sind. In diesem Fall wird RAID 6 komplett funktionsunfähig. Selbst wenn der Controller betriebsbereit bleibt, gehen die Daten verloren. Das Ersetzen der ausgefallenen Laufwerke wird keinen Unterschied machen. Die restlichen drei Laufwerke werden also direkt an die Hauptplatine des Computers angeschlossen, wenn Sie nicht feststellen können, welche Laufwerke ausgefallen sind, schließen Sie alle an. Auch in dieser Situation erkennt das Dienstprogramm automatisch den RAID-Typ. Und wenn Ihr Array nicht auf dieser Liste steht, verwenden Sie RAID-Bilder. In unserem Fall wurde es automatisch im RAID-Binder erkannt. Für die manuelle Konstruktion werden alle bekannten Informationen über den beschädigten RAID-Array benötigt. Ich habe bereits betont, dass Sie sich beim Aufbau eines RAID alle Parameter merken müssen. Wenn das Programm den Array-Typ automatisch erkannt hat, prüfen Sie im nächsten Fenster, ob es seine Parameter korrekt anzeigt. Dies hat Einfluss auf die Menge der Informationen, die Sie wiederherstellen können. Wenn einer der Parameter falsch ist, ändern Sie ihn. Wenn ja, klicken Sie auf Hinzufügen und scannen Sie das Laufwerk Array. In diesem Fall hat das Programm die Daten gefunden, aber einige der Informationen sind beschädigt. Versuchen Sie, eine vollständige Analyse durchzuführen. Das Programm findet möglicherweise weitere vollständige Daten. Zum Wiederherstellen wählen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie an, wo Sie die Daten speichern möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Nachdem der Vorgang angeschlossen ist, liegen alle Daten im angegebenen Ordner. Die Wahrscheinlichkeit, dass drei Laufwerke gleichzeitig ausfallen, ist sehr gering. Wenn jedoch ein Laufwerk an einem RAID-System ausfällt und durch ein neues Laufwerk ersetzt wird, dauert die Reparatur des ersetzten Laufwerks mehrere Stunden und noch länger, wenn es sich um zwei Laufwerke handelt.
Und wenn in der Zwischenzeit ein oder mehrere Laufwerke ausfallen, verlieren Sie trotzdem alle Ihre Daten. Hetman Raid Recovery war in der Lage, Daten von einem beschädigten Controller und zwei Laufwerken und sogar einige Daten von einem ausgefallenen Array mit drei Laufwerken wiederherzustellen. Dies ist ein gutes Ergebnis, da der Verlust von mehr als zwei Laufwerken dieses Raid-Typs dazu führt, dass es komplett unbrauchbar wird und alle Daten einfach verloren gehen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.